dann kann ich ja anfangen. Herzlich willkommen zu meinem Talk über ETRIS. ETRIS ist eine Dependently Typed Functional Programming Language, also eine Programmiersprache mit Dependent Types. ETRIS beschreibt sich selbst als General Purpose, also als Programmiersprache, die man so für alles verwenden kann. Also man kann darin Software schreiben, man kann darin Beweise machen, mehr oder weniger. Also je nachdem, ob es halt gerade kompiliert oder nicht. Es ist rein funktional. Es gibt eine Totalitätsüberprüfung. Also man kann halt das Ganze nur kompilieren, wenn es auch wirklich total ist. Es gibt noch so ein Partial Keyword, um partielle Funktionen zu schreiben. Aber wenn halt eine Funktion einmal partiell ist, ne, dann kommt man da ja auch nicht mehr raus. Also die meiste Software soll ja möglichst total bleiben, deswegen macht man das eigentlich echt nicht gerne. Die Sprache hat Dependent Types und, was Ingo letzte Mal schon ein bisschen vorgestellt hatte, Data und Codata, oder vorletzte Mal war das, glaube ich, das hat die Sprache auch. Und ich werde jetzt mal so grob so ein bisschen einen Überblick über ein bisschen die Features von ETRIS machen. Ich werde aber nirgendwo zu tief ins Detail gehen. Erstmal so das Grundlegendste, wie definiert man Funktionen? Man kennt es ja irgendwie schon so ein bisschen von Haskell, also es ist hier nicht groß anders. Ich kann Infix-Operatoren benutzen, ich habe Point-Free-Notation. Natürlich, wenn man sowas sieht, ich habe eine Funktion von nat nach nat nach nat hier oben, also hier. Dann kann ich natürlich, und hier eine Funktion von int nach int nach int, die stellen das Gleiche dar. Dann gibt es natürlich irgendwelche Interfaces, die das verallgemeinern. Es gibt Generalized Algebraic Data Types, also diese Notation hier, die man hier oben hat, IFA A, B ist gleich Left A oder Left Right B, die kann man halt anders darstellen in dieser Notation hier unten. Und zwar sieht man dann halt IFA so ein bisschen als Funktion von Typ nach Typ nach Typ an. Und Typ ist der Typ aller Typen. Also im Type sind halt alle Typen drin, aber Type nicht. Um halt so ein bisschen das Paradoxon zu umgehen, dann gibt es noch Type 0, da ist Type drin. und das hat dann halt die Konstruktoren Left. Left ist eine Funktion dann von A nach IFA AB. Und Right die Funktion von B nach IFA AB. Ja, wofür macht man sich diese ganze Arbeit? Es gibt da tatsächlich so ein paar Vorteile. Also in diesem konkreten Beispiel, wenn ich jetzt eine Expression habe, eine Expression hat irgendeinen Typ, aber ich will nur String Literals und Double Literals haben und nicht so einen generellen Literal-Typ, dann kann ich das zum Beispiel hier beschränken. Es gibt noch viel, viel bessere Beispiele, aber hier sieht man halt schon so ein bisschen, hier habe ich String nach Expression String, also ich kann hier direkt diesen Parameter von diesem Typ in diesem Konstruktor schon bestimmen. Und das geht halt mit den normalen algebraischen Datentypen so nicht. Das ist doch eigentlich schon ein sehr gutes Beispiel. Ja. Vor allem sehr einfaches. Jetzt sehen wir drei verschiedene Listenarten gleich, so Stück für Stück. Erstmal normale Listentypen, die sollten so eigentlich recht bekannt sein. Ich habe einen Nil-Konstruktor, das ist eine Liste über einen beliebigen Typen A. Und ich habe hier so einen Cons. Da kriege ich einen Typ A, also so einen Wert vom Typ A. Ich kriege eine Liste über Typen A und über Werte vom Typ A und erzeugt dann eine neue Liste. Das geht noch besser, weil wir haben jetzt Dependent Types. Da können wir nämlich was echt Cooles machen. Nämlich können wir noch im Typsystem die Länge der Liste mit angeben. Das machen wir so. Das vect ist die Liste, die eine Länge enthält, im Typsystem direkt. Und dann haben wir hier eine natürliche Zahl im Typ. Also wir haben eine Funktion von nat nach type nach type und nicht von type nach type nach type. Und im Nil-Konstruktor geben wir dann an, dass die Länge 0 ist. Und im Cons sagen wir, wenn wir hier schon eine Liste der Länge n haben, dann ist unsere neu erzeugte Liste der Länge 1 plus n. Also wird um 1 länger. Und das können wir direkt im Typsystem darstellen. Und man sieht halt hier auch auf Typebene kann ich halt auch ganz normale Berechnungen anstellen. Ich habe hier natürliche Zahlen, die kann ich ganz normal benutzen in Funktionen. Die kann ich aber auch ganz normal im Typsystem benutzen. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen das Coole davon. Ist das ein Kind oder ein Typ? Ja, ein Kind, oder? Auch es gibt keine Kinds. Es gibt, also Types und Kinds sind das Gleiche in ETRIS. Okay. Es gibt keine Unterscheidung davon. Hier hat man auch, also ich will jetzt eine Replicate-Funktion schreiben. Das ist so ein einfaches Beispiel für Dependent Types in Funktionen.
Bei Replicate habe ich so ein bisschen die Eigenschaft, ich habe als ersten Parameter eine natürliche Zahl und ich möchte irgendwie schon im Typsystem sagen, dass die natürliche Zahl, die mein erster Parameter ist, auch die Länge von der Liste am Ende ist. Und das kann ich einfach machen, indem ich die direkt adressiere, hier in dieser ist vom Typ Notation. Ich sage hier n ist vom Typ nat und das ist mein erster Parameter. Das ist eine natürliche Zahl, die nenne ich n. Und die benutze ich hier hinten weiter. Das ist nämlich mein Vektor der Länge n über den Typen a. Und die Implementierung ist dann natürlich auch ziemlich straightforward. Also nat ist Peano-Zahlen. Ich habe den Konstruktor z für 0. In dem Fall habe ich natürlich den leeren Vektor. Idris macht von selbst Syntaxzucker für Listen. Also wenn ich eine Datenstruktur mit nil und cons habe, dann geht das schon ganz von alleine. Ja, und im Fall, dass ich eine Nachfolge einer Zahl habe, kann ich ja einfach eine Const-Zelle nehmen und dann über die um 1 niedrigere Zahl nochmal Replicate aufrufen. Ich finde es schön, dass Typ-Signaturen endlich wieder mit normalen Doppelpunkten geschrieben werden. Ja. Das befriedigt dann meinen Inneren. Es muss alles genau gleich am 1 sein. Ja, Idris hat auch für Applikative und für Monaden keine unterschiedlichen Return- oder Pure-Implementierungen. Ist ja dieses 1 plus Successor das gleiche dann? Ja, das ist tatsächlich das gleiche. Das ist Zufall, dass es also, verschieden geschrieben ist. Ja, genau. Das ist, der Compiler löst das halt in eine Normalform auf und die wir jetzt hier wieder Successor. Aber es ist halt nicht a priori das gleiche, ne? Sondern oben wird halt die Plusfunktion aufgerufen. Ja, genau, da rufe ich halt. Für den weiß ich evaluiert zu S von N. Ja, genau. Das ist halt der Aufruf der Plusfunktion und es wäre natürlich hier schlauer gewesen, Sn zu benutzen statt 1 plus n. Aber ich würde mal zeigen, dass auch der Funktionsaufruf auf Typebene möglich ist. Ja. Und Plus ist ganz normal die Funktion, die definiert. Ja, die hatten wir irgendwie quasi, oder wie, oder ist das quasi hier hinten hatten wir die mal. Also es gibt halt dieses Interface num. Und das stellt halt plus mal und so bereit. Wie wir es halt auch in Haskell kennen. Die Frage, meine Frage, ja gut, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber meine Frage ist eher, wenn man Nuts auf Typebene hat, muss der dann irgendwie Piano-Zahlen rechnen, was ja extrem ineffizient ist? Oder kann der das mit normalen Integern Nuts auf. Macht das dann Es wäre dann nur ineffizient beim Kompilieren und das ist ja egal. Ja, genau. Das ist User Experience für den Programm. Also ja, er rechnet, soweit ich weiß, mit den Peano-Zahlen. Hat in Idris tatsächlich das Problem, dass man nicht nur den Code optimieren muss auf Laufzeit, sondern auch auf Compile-Time. Weil ich habe halt alles, was hier oben steht, ist halt einfach normaler Code, der zur Compile-Zeit ausgeführt wird. Und alles, was hier unten steht, ist normaler Code, der zur Runtime ausgeführt wird. Also so in etwa kann man sich's vorstellen. Und deswegen muss man da halt so ein bisschen gucken. Ich will halt sehr viel optimieren, so beweisen, ja, dass es gleich ist, wenn ich mit Piano-Zahlen das mache, wie wenn ich mit irgendwie mit Bytes das mache und dann kann man das ja. Oder wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Also man kann sich ja einfach eine ISO-Funktion oder so bauen. Das macht ihr doch bestimmt auch so in Isabel, oder? Also wir haben also mathematisch Piano-Zahlen, dann hat man die Wertausstellung und dann. Habt ihr dann bewiesen, dass das gleiche ist und dass das passt? Muss man immer, muss man alles beweisen, dass man. Ist es dann schon in dieser Welt bewiesen bei euch? Ja, ja. Also zunächst mal in der mathematischen Logik macht man natürlich Piano-Darstellung und dann macht man eine Umrepräsentation und dann weiß man, dass das dasselbe ist. Und wenn man dann auf Code-Generierung geht, dann nimmt man diese bewiesenen Sachen dann nur als anderes System. Da kann man sehr viel spielen. Also das wird dann eigentlich schon alles gemacht im System dann halt. Aber die Bit-Darstellung, die ist also auch symbolisch. Das ist halt ein Datentyp, der halt ein bisschen alles aufbaut. Das ist also keine, wenn du jetzt runter auf Haskell gehst, dann kannst du da Int oder Integer wählen. Also schon Low-Level raus. Und wenn das Isabel. Achso, Isabel an sich führt ja erstmal gar keinen Code aus, sondern sagt nur, ob der Code bewiesen ist. Es ist nicht einmal Code, es ist Mathematik. Ja, zum Beispiel. Du kannst halt manche Dinge, die in der Logik dastehen, als Notation für ein Programm verstehen. Also das kannst du dann ausführen lassen. Und das führt so weit, dass
viele Leute denken, weil alles so dasteht, als wäre es ein Programm, das fast alles ein Programm ist. In Wirklichkeit ist es halt mathematisch, die so hingeschrieben ist. Irgendwann sind die Grenzen auch fließen, ne? Sind wir Curry Howard. Ja, Korrespondent. Ja, das ist aber ein anderes Spiel. Ich weiß. Also, das ist dann, dass die Beweise die Programme sind und es kommt, ich weiß nicht, ob da Beweise noch gleich kommen bei Interesse. Und da ist die Spezifikation. Ja, so ein bisschen gehe ich auf Beweise gleich noch ein. Ja? Noch eine Verifikationsfrage. Ich kannte bis jetzt nicht Replicate. Ich glaube, von dem, was ich lese, wenn ich bei Replicate 5 und A reinschmeiße, dann kommt eine Liste mit A, 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 A. Okay, ja. Gut. Genau. Vom Typ Vect 5. Ja, vom Typ Vect 5, ja. Wie viele Funktionen gibt es denn mit diesem Typ? Mit dem Typ Vect? Nee, mit dem Typ, wie Replicate hat, weil ich glaube, es gibt nur Replicate, was diesen Typ hat, oder? Das ist dann noch besser, wenn man online sieht. Ja, genau. Ja. Weil ich meine, wenn es Polymorph in A ist, dann... Ja. Und Polymorph in N, dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. N ist ja natürlich. Achso, nein, das ist nicht gezählt. Nein. Ja, beziehungsweise es kann eine beliebige natürliche Zahl sein, das muss man... Das kann der Idris auch dir über die Struktur den Code generieren. Oder? Das war doch so ein Ding. Ja, es gibt... Das ist ja eigentlich nur eine strukturelle Aufschlüsselung. Ja, es gibt in ITRIS die Möglichkeit, dass man ein bisschen Code generiert. Also wenn ich hier diese Typ-Signatur hinschreibe, dann kann ich einen Case-Split machen und dann bekomme ich hier so ein bisschen die Vorlagen. Aber was hier rechts steht, das ist dann meist irgendwie so ein Hole, nennen die das. Und das muss ich dann natürlich füllen. Diese hübsche Case-Split-Code-Generierung, gibt es da eine IDE, mit der das verwurstet ist? Oder? Da gibt es ein Vim und ein Emacs-Plugin. Und eine IDE gibt es genauso wie für Haskell natürlich. Ne? Also ja, wenn es für Emacs gibt, ist ja eigentlich alles. Du weißt, es gibt im Raute Haskell-Channel mittlerweile einen Bot, der aus Typsignaturen Code erzeugt. Der heißt Jim. Ist das der Jin oder ist es, glaube ich, ein Nachfolger von Jin? Aha, weil Jin gibt es schon seit... Und der Nachfolger von Jin, der macht viel cooleren Code noch. Ah, okay. Das haben sie mir neulich stolz präsentiert und ich habe auch vergessen, wie der hieß. Da steht 1 plus n. Kann ich da auch n plus 1 verwenden, weil es ist ja dasselbe? Ja, hat allerdings ein bisschen Nachteile, nämlich... Danke für die gute Frage. In Ruby gibt es auch so Fälle, wo 1 von 3 funktioniert. Nein, das hat dann nachher den Nachteil, dass wenn man das beweist, muss man natürlich erst beweisen, dass 1 plus n das gleiche ist wie n plus 1, wenn man halt irgendwelche Beweise darauf fährt. Aber das ist völlig klar. Für dich? Das ist aber schon sehr wichtig. Also das ist das Konz auf dieser Unär-Darstellung der Peano-Zahlen. Und das Konz mache ich natürlich vorne, da mache ich es nicht append und dann in einzelnen hinten dran. Das macht also klar, dass man den Konz vorne dran macht. Ja genau, also wenn ich dann am Ende irgendwelche Induktionsbeweise haben will, kann es passieren, dass ich eben erstmal zeigen muss, dass die kommutativ, dass die Addition kommutativ ist, oder ich muss induktiv auf dem anderen... Realität schreibst du da S hin, oder schreibst du... Genau, man schreibt da eigentlich S hin. Ich habe das jetzt einfach als Beispiel genommen, dass man sieht, man kann auch Funktionen auf Typebene ausführen. Und zwar, man kann also beliebige Funktionen auch auf Typebene. Genau, ganz beliebige Funktionen. Ich könnte die Replicate-Funktion jetzt auch hier auf Typebene ausführen. Auch Funktion mit I.O.? Nein. Also ist damit auch mit Monaden geregelt, oder? Ja, doch eine Funktion, die halt als ein Argument die ganze Welt nimmt. Da musst du halt nur definieren, was die Welt ist, dann ist es schon okay. In Idris gibt es in die Type Provider. Damit kann man zum Beispiel zur Compile-Zeit irgendein Datenbankschema ausließen und daraus dann Typen generieren. Und das dann im Programm verwenden. Ja, also da habe ich auch mal ein Beispiel gesehen, dass das mit JSON auch ganz gut geht. Dass man halt irgendeine JSON-Datei nimmt und generiert sich dann da die Typen für. Die Typinferenz wird dann schwieriger. Muss halt. Jein, also es kommt drauf an, was man schreibt. Also teilweise funktioniert halt auch die... Ja, habe ich gerade. Ich glaube, du hast auch 6 Typen. Also, um auf die Frage zurückzukommen, die Typinferenz funktioniert halt auch auf sowas wie natürliche Zahlen hier. In bestimmten Fällen. Also, ich kann halt hier dieses N teilweise inferieren, wenn ich Code schreibe. Ja.
Noch ein Beispiel wäre jetzt halt die Filterfunktion. Die kennt ja jeder. Intuitiv würde man annehmen, wir müssen jetzt eine Funktion schreiben, die nimmt irgendwie so ein Prädikat. Und dann habe ich einen Vektor der Länge n und ich will am Ende einen Vektor einer beliebigen Länge m haben. Das Problem dabei ist, ich schreibe jetzt hier, ich habe einen Vektor genau von der Länge m. Wobei m irgendwie variabel ist, aber das stimmt ja nicht. Ich habe eigentlich einen Vektor von ja entweder der Länge 0 oder der Länge 1 oder der Länge 2 und man merkt schon, das ist irgendwie so ein unendlicher Summentyp. 1, 2, unendlicher Summentyp. Ja, for all m, oder? For all m mit der Beschränkung, dass es natt ist. Ja, so in etwa. Momentan, aber das ist quasi nicht richtig, weil ja, genau. Der Benutzer der Funktion vorgeben kann, was das m ist. Weiter drinnen, das for all, oder nicht? Nee, das funktioniert so ja, tatsächlich nicht. Ich hab halt wirklich so einen unendlichen Summentyp quasi und die heißen Sigma-Typen. Oder in ITRIS heißen die Dependent Pairs. Weil es sind tatsächlich Paare und zwar hängt nämlich immer dieser Wert, also diese Größe von dem M von meinem M ab. Ja, offensichtlich. Also die Länge dieses Vektors hängt immer von meinem M ab. Und das ist so ein existential Teil quasi. Ich habe unendliche, ich habe hier halt quasi für jede natürliche Zahl habe ich eine Summe. Also ja. Nicht ist for all in der Klammer, oder? For all m? Nee, es ist ein exists in der Klammer. Ja, genau. Kein for all, sondern ein exists. Also das ist halt der Unterschied zwischen P-Typen und Sigma-Typen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Ingo das nochmal irgendwie in einem Vortrag das irgendwann mal ein genauer macht. Ich habe das in meinem Vortrag als Frage an das Publikum. Du hast nicht explizit gesagt, also oben steht ja ein P-Typ. Ich weiß nicht, ob sie da mitgekriegt hat und unten hast du ein Sigma. P-Typ ja, wie so ein Alquant genau. Und Sigma wie so ein Existenzquant. Genau, also hier in dem Fall von dem A zum Beispiel. Ja. Hätte ich ja so ein. Genau, da kann der Benutzer der Funktion vorgeben, was das A sein soll. Und er kann auch vorgeben, was das n sein soll. Genau, und was das n sein soll. Also es sind zwei P's, also jeder ja. Pfeil ist ja ein genau. Und dieses mit dem Doppelpunkt ist ein abhängiges P und ohne ist ein nicht abhängiges P. Und dann schreibt man das halt ja. Das ist genau das andere. Ja. Ist nicht m, dann musst du bei m nicht dran stehen, dass es ein Natt ist. Doch, das müsste noch dran stehen, aber das wird nicht. Ja, das wird inferiert, genau. Das macht halt die Typinferenz. Ich könnte natürlich theoretisch auch, für das A hier müsste ich ja theoretisch auch vorher hinschreiben, dass das A ein Typ ist. Weil es gibt ja keinen Unterschied mehr zwischen Typen und Werten so richtig in dem Typsystem. Es gibt manche Leute, die machen das dann explizit, die schreiben dann hin, A ist ein Typ und N ist eine natürliche Zahl. Da gibt es auch noch so ein Feature in ITRIS, das sind implizite Parameter, das zeige ich aber gleich nochmal, mit dem man sowas dann oft darstellt. Nein, NAT ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ja. NAT ist ein Typ. Ja. NAT ist einfach die Peano-Zahl mit dem Konstruktor Z und S-NAT. Kann ich dann auch im Typ quasi sagen, dass M kleiner gleich M ist? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Das würde man ja gerne noch dazu schreiben. Da komme ich gleich zu. Okay. ja, genau. Also diese Filterfunktion jetzt hier mit diesem Sigma-Typen einmal Stück für Stück implementieren. Also hier in dem Fall, wir haben eine leere Liste, haben wir offensichtlich ein Paar, was die Zahl 0 hat und eine leere Liste. Und dann haben wir noch den Konz-Fall, der ist etwas schrecklicher, weil wir nehmen halt erstmal diese Restliste, also wir haben x und xs und wir filtern dann mal xs und da kommt ja dann wieder so ein Paar raus aus dieser natürlichen Zahl n und einer gefilterten Liste ys und wenn jetzt unser Prädikat stimmt, dann packen wir das noch mit rein in diese Liste, dann nehmen wir hier nochmal so eine Konz-Zelle und addieren halt dieses n nochmal mit 1, weil wir jetzt einen länger sind in unserem Paar. Stimmt das oder muss jetzt da 1 plus n stehen? Ja, also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der ITRIS-Compiler gerade drauf ist. Also wenn er eine gute Stimmung hat, dann funktioniert das, ansonsten funktioniert das nicht. Ach, heute ist mal plus
Rekursion auf dem zweiten Argument. Ja, also tatsächlich ist es hier so, dass er das eine Rekursion auf dem ersten Argument. Tatsächlich ist es hier in dem Fall so, dass er das auf eine Normalform bringt und sagt dann halt, okay, das ist dann S von 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 Z oder so. Und dadurch funktioniert das hier. Ja, ansonsten, was immer noch geht, und das ist auch ganz cool, ich habe ja gerade gesagt, dass wir teilweise auch Sachen wie natürliche Zahlen inferieren können. Wir können hier eigentlich überall bei diesen Dependent Pairs diese Zahl vorne weglassen, weil die komplett vom Compiler inferiert werden. Da schreiben wir dann Unterstrich hin einfach und das funktioniert trotzdem. Aber Sternchen, Sternchen muss man auch machen. Sternchen, Sternchen muss man trotzdem machen. Wir schreiben kann das N plus 1 inferieren dann. Der kann das komplett inferieren. Weil wir haben ja hier beschrieben, dass das n hier halt von dieser Länge des Vektors halt abhängt, beziehungsweise wir haben da so eine gemeinsame Abhängigkeit. Und darüber kann das halt inferieren, weil der Vektor ist 1 länger geworden, also ist ja scheinbar auch dieses Paar, die natürliche Zahl 1 länger, beziehungsweise 1 höher. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was so ein bisschen zu dem, was gerade gefragt wurde, nämlich so ein bisschen Beweise. Das sind noch nicht komplett Beweise, wir kommen gleich erst richtig zu den Beweisen, aber hier beschränken wir erstmal so ein bisschen die Urbildmenge, um zu zeigen, das funktioniert wirklich, diese Funktion. Wir haben Head, das soll natürlich dann einen Vektor nehmen und soll uns ein A zurückgeben. Das Problem, was wir dabei haben, Head funktioniert nur auf nicht leere Listen. Das können wir hier schon direkt machen. Ich habe das fälschlicherweise gerade Beweise genannt, das ist natürlich noch kein Beweis. Beziehungsweise ist es natürlich ein Beweis wegen Curry Howard, aber... Es ist ein, ja, wir sehen aber jetzt hier, wenn ich hier den Nachfolger von n direkt in dem Vektor verlange, dann habe ich hier quasi ein Pattern-Match auf den Konstruktor der natürlichen Zahlen und sage halt, es muss ein Nachfolger von einer natürlichen Zahl sein, also nicht 0. Und deswegen kann ich hier einfach den Konstfall definieren und habe keine leere Liste, die ich irgendwie auf... Auf Compile-Zeit kann er dir sagen, dass die Liste leer ist. Also wenn ich nil habe, dann kann ich diesen Typ gar nicht definieren, also non-empty nil gibt es halt nicht. Und dann kann ich das halt ganz einfach nutzen, um zu sagen, xs ist halt meine Liste und wenn non-empty xs existiert, also hier müsste man dann beim Aufruf isCons hinschreiben, dann habe ich auf jeden Fall eine nicht leere Liste. Hier ist xs auf Typniveau gewandert plötzlich, ne? Genau, also das war ein Wert. XS ist tatsächlich ein, ja, ist halt der Wert, der erste Parameter. Genau, ein Wert, ein Typ ist A und jetzt hier, wo jetzt am Ostern ist, wird sein Typ. Da ist das XS ist tatsächlich noch der Wert, ja. Das non-empty XS ist aber der Typ, genau, weil non-empty kriegt ja eine Liste, also einen Wert von einer Liste von A, genau. Und gibt mir einen Typ. Genau, und wir sehen, das ist ein halt ein abhängiger Typ, ja. Weil non-empty XS hängt ab von XS und XS ist ein Wert. Genau. Und so kann ich halt wieder sicherstellen, dass ich auf jeden Fall nur Cons habe und dadurch kann ich hier wieder die Cons-Zelle definieren. Es wäre auch möglich gewesen, hier oben sowas hinzuschreiben wie wenn length xs größer als 0 ist gleich true. Ja. Mhm. Das hätte auch funktioniert. Und fehlt noch das zweite Argument beim Pattern-Matching von Head? Nein, weil das gibt es ja nicht mehr. Ich kann ja bei Head nicht... Nein, ich meine nicht den Fall, sondern das ist cons. Weil Head ist doch jetzt eine Funktion, die zwei Parameter nimmt. Ach so, ja, stimmt. Da ist tatsächlich ein Fehler gerade drin. Ja. Den werde ich jetzt aber auch mal ganz schnell beseitigen, weil es gibt diese impliziten Parameter. Und jetzt geht das plötzlich auch alles. Hier sage ich jetzt non-empty xs. Ich nenne das jetzt einfach mal proof. Das ist ein impliziter Parameter. Der wird dann so erstmal nicht explizit verlangt. Ich kann den aber angeben, wenn ich halt beim Aufruf von head, geschweifte Klammer auf, proof ist gleich. Und dann kann ich es cons dahin schreiben. Die Sprache für ODS leider hat das nicht eine ausreichende Inferenz, um das zu machen. Deswegen gibt es da noch so ein spezielles Keyword, das heißt Auto. Das ist fast wie C++11, nur besser. Wir können halt jetzt durch das Auto sagen, Idris, mach mal eine Proof-Search und Idris versucht es einfach mal zu beweisen, dass das gilt. Was nimmt es dafür? Groß ist dieser Compiler in Lines of Code. Weil deine nächste Bilanz. Ich kann auch gerne nachgucken. Was ist der Compiler überhaupt geschrieben? In Haskell.
Also der Compiler ist in Haskell geschrieben, das heißt, vermutlich ist alles da drin ein One-Liner, deswegen ist das noch ganz... Es geht noch. Das Einzige, was in Haskell mehr als One-Liner wird, ist realitätsnahe Software. Ja, aber wer schreibt denn schon realitätsnahe Software? Das ist doch was für diese Informatiker. Aber ist realitätsnahe Software. Odersky ist doch das aller Mensch. Sie haben Implicit eingeführt. Ich meine, Sie haben die Sprache von Odersky. Okay. Aber es stammt eher aus der Cock- oder Akte-Ecke, oder? Diese Implicit-Arguments? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also Idris hat auf jeden Fall Einflüsse aus allen möglichen Bereichen da genommen. Es funktioniert auf jeden Fall und es existiert. Man soll noch dazu sagen, dass Proof jetzt hier kein Schlüsselwort war, ne? Sondern Proof war einfach der Variablennamen, genau. Dem du den Zeugen dieser Nichtklarheit gegeben. Genau, ich hätte da auch einfach X hinschreiben können. Ja. Kein Keyword. Nein, Proof ist kein Keyword. Auto ist das Keyword und Auto macht Proof-Search. Ich sage schon immer, dass man Leute nur verwirrt, wenn man Haskell oder Idris Variablennamen länger als zwei. Ja, ich habe. Es war ein großer Fehler. Ich hätte es natürlich X nennen müssen. Ja, das tut mir leid. Ja, oder so. Hast du auch K, hast du noch nicht länger. Ja, stimmt. du fragtest gerade, ob es Probleme gegeben hätte, weil hier unten X steht. Ja, nein, das hätte keine Probleme gegeben, weil hier unten das X ist ja eben in der Implementierung und das X hier wäre im Typ. Das wird nochmal unterschieden. Also ich kann hier auch die Liste XS nennen und hier unten habe ich es ja dann X-Cons XS genannt. Also ja. Das macht keinen Unterschied. Also das funktioniert alles. Ja, jetzt gibt es noch, ich habe gerade vorhin gesagt, ich möchte ganz viele Arten von Listen darstellen. Vorher gucken wir uns noch mal kurz Interfaces an, dann kommt aber noch ein Listentyp. Wir haben Interfaces, das ist sowas wie Typklassen, nur besser. Und da kommen jetzt wirklich die Beweise. Beziehungsweise auch nur halb, ich will noch gar nicht auf die Beweise heute eingehen, aber wir zeigen schon mal, wie das funktionieren könnte. Hier haben wir ein Interface Functor und Functor kriegt hier so einen Parameter vom Typ Type nach Type. Ne? Also wir haben einen Typparameter da drin. Und dieses Interface besteht aus der Funktion Map. Und ja, das war eigentlich ja schon das ganze Interface. Wir kennen das ja aus Haskell und die Implementierung ist auch sehr straightforward. Eigentlich gehört dazu Funktor noch die beiden Funktoraktionen. Da komme ich gleich drauf. Ja. Das ist die nächste Folie. genau, die Implementierung von dem Interface ist auch ziemlich trivial eigentlich. Ja, jetzt gibt es natürlich noch diese Funktoraktionen, diese beiden. Einmal, wenn wir Map ID X aufrufen, dass das gleiche ist wie X, beziehungsweise das gleiche wie ID X. Und wenn wir Map F.G X aufrufen, dann ist es das gleiche, als wenn wir Map F.MapG machen. Also das X kann man hier natürlich auch rausstreichen. Ja, die Sache ist halt mit Idris, da wir jetzt Dependent Types haben, können wir das auch direkt in dieses Interface mit reinpacken. Deswegen ist es keine Typklasse, sondern ein Interface. Und das sieht dann so aus. Wir haben halt einmal das Axiom Functor Identity, das ist eine Funktion, die nimmt so einen Wert vom Typ FA und verlangt dann, dass Map ID X gleich X ist. Das Gleiche ist eine Datenstruktur. Das ist halt das eigentlich, was Ingo beim letzten Vortrag auch so ein bisschen zeigen wollte. Das zeige ich gleich nochmal, aber erstmal nochmal Funktorkomposition ist natürlich auch eigentlich relativ klar. Ich habe wieder mein X, ich habe meine Funktion und auch hier schreibe ich wieder ganz genau auf Typebene hin, dass das hier gelten soll. Vom Whitespace her, ich kann so viele Enter und Leerzeichen machen, wie ich will. Da ist ja, okay. Genau. In Haskell folgt ja Composition aus Identity, auch in Idris? Composition folgt. In Haskell. Achso, ja, auch genau, ja. Das Composition. Aber ist es in Idris dann genauso? Also, wie genau meinst du das jetzt? Weil es halt ein Theorem für lau ist. Vielen for free. Also, wenn so eine Funktion Map das Identitätsaxiom erfüllt, dann erfüllt es automatisch auch das Kompositionsaxiom, zumindest in einer Welt ohne undefined und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich weiß, es gibt dieses Modul
class.verified im Idris Contrib Lib. Und da ist es erstmal so definiert. Also, ich lasse es einfach mal hier gerade so stehen. Ich würde sagen, moralisch auf jeden Fall. Und ob es wirklich gilt, muss man genau anschauen. Aber ob es wirklich gilt, muss man da auch sich dann Gedanken über andere Fragen dazu machen. Und dann stimmt es eventuell auch ein Hässlich an. Ja, man kann es ja einfach mal beweisen, dann funktioniert das ja. Ja, und genau das Gleiche habe ich gesagt, ist ein Typ. Und hier sind wir polymorph auch wieder über Typen. Also ich habe hier irgendeinen Typ A, ich habe einen Typ B. Es müssen auch keine Typen sein, es können auch Werte sein, das ist ganz toll. Konvention. Also ich will halt so ein bisschen abgrenzen, dass ich könnte jetzt hier ja hinschreiben A Doppelpunkt A. Also klein a, Doppelpunkt groß a. A heißt Äpfel und B heißt Birnen. Ja, genau, das ist halt irgendwelche Variablen im Endeffekt. Aber das ist also schon, also in Idris darf man Äpfel und Birnen vergleichen. Das hatte ich beim Ingo beim letzten Mal extra nachgefragt, ob er sowas als vernünftig auffassen würde, und das hat er verneint. Ja, ich darf sie hier vergleichen, aber ob sie gleich sind oder nicht, das kann ich halt nur dann sicherstellen, wenn es nicht Äpfel und Birnen sind, sondern Äpfel und Äpfel. Das ist ja genau das, was ich hier zeige. Der Konstruktor, der einzige Konstruktor für diesen Datentyp ist die Reflexivität. Und das ist A gleich A. Ja. Aber genau, also man kann das schon recht. Also quasi, wenn man mich jetzt zufriedenstellen wollen würde. Dann müsste hier ein A stehen. Richtig. Ja. Also die Frage ist, ob man statisch das sicherstellt oder ob man erst dann rumbeweisen muss. Ja. Wenn man dann B schreibt, dann muss man bis zur Laufzeit irgendwie checken. Nee, das ist alles zur Compile-Zeit, weil... Der Unterschied ist nur, dass du dann prinzipiell überhaupt mal hinschreiben kannst, die Aussage, dass zwei Sachen gleich sind, die gar nicht den gleichen Typ haben. Ja, also ich könnte jetzt sowas hinschreiben wie 5 ist gleich der String, der 5 enthält. Das wird zwar immer false werden, aber genau, das überhaupt möglich ist. Also false nicht, weil das ist natürlich keine Vergleichsoperation, die irgendwie Boolean zurückgibt, sondern das ist tatsächlich ein Typ. Ja. Das und ich muss halt irgendwie diesen Typ konstruieren. Und dieser Typ hat halt wirklich nur diesen einen Konstruktor. Und das ist halt die Idee, die Ingo beim letzten Mal schon vorstellte, dass man darüber dann... Aber wir sind gerade komplett auf Typebene und sagen, genau, ob ein Typ der gleiche ist wie der andere Typ. Ja, oder auch zwei Werte. Oder auch zwei Werte, weil das verschwimmt ja so ein bisschen bei Idris. Aber gleich ist erstmal eine... Also gleich nimmt erstmal zwei Dinge und ist dann ein Zeug. Ist ein Typ. Was? Ist es so aus der Standardbibliothek? Ja. Okay, ja. Da ich nur diesen einen Konstruktor habe, kann ich das dann überhaupt mit zwei ungleichen Werten hinschreiben? Nein. Beziehungsweise ich kann natürlich hinschreiben f gleich g, aber ich kann eine Funktion, die diesen Typ hat, nicht implementieren, ohne, also ich kann es nicht implementieren. Ich muss halt irgendwie Refl benutzen, um diesen Typ überhaupt zu erzeugen. Und Refl geht halt nur mit a gleich a. Genau, das ist ein Datentyp, genau. Und Refl ist mein Konstruktor. Das ist, ja. Gibt es sowas wie Untertypen? Weil, vielleicht macht meine Frage nicht viel Sinn, aber ich habe so überlegt, man könnte wahrscheinlich irgendwie einen Typ der ist Primzahl definieren. Mhm. Und jetzt hätte man einen anderen Typ NAT, aber alle Primzahlen sind ja NATs. Mhm. Würde das dann da auch gehen? Es gibt einen Typen, der, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, das ist einfach nur die natürlichen Zahlen beschränkt auf ein Maximum. Das funktioniert halt schon, da muss ich halt wieder einen Datentyp definieren und muss halt sagen, ich beschränke den irgendwie über einen Beweis oder sonst was bei der Konstruktion. Weil es jetzt da auch wieder Sinn macht, zwei sozusagen unterschiedliche Typen auf Gleichheit zu prüfen. Ja. Ach so. Ja. So, wenn man so ein Typing hätte, könnte man das einbauen und dann... Ja, da, also da, das existiert halt so nicht. Also da müsste man halt irgendwie Funktionen benutzen, um das zu konvertieren. Das ist völlig richtig. Also Subtyping gibt es da zum Glück nicht in Idris, oder? Das ja, das, ich wüsste nicht, dass das existiert. Also ich frage auch deswegen, weil ich nach irgendwie 20 Jahren ML-Programmierung, wo es also nur A und A verglichen werden können, bin ich dann auf Scala gewechselt und habe dann ständig diese Fehler im Programm aufgrund dieser Äpfel und Birnen. Habe ich erst wieder letzte Woche irgendwas gehabt. Da ist natürlich kein Beweis drin. Hier muss man ja dann wirklich das Dependent aus-xen, deswegen erlaubt man sich das vielleicht. In Coq hat man das auch so nachgerüstet. Die haben, glaube ich, auch erst mit A nach Pop oder was angefangen und dann
haben sie das andere nachgerüstet in der Library. Und das ist dann Egalité Jean Majeur, weil der John Major immer Äpfel und Birnen verglichen hat, dieser ehemalige Premierminister. Egalité Jean Majeur. Frau Kahn ist dran. Ja, hier hat man Zeit, sich irgendwie dafür entschieden, man nimmt A nach B nach Type. Ich weiß nicht, was zu der Entscheidung geführt hat, aber es steht so in der Standard-Library. Genau, den Beweis, den lasse ich jetzt einfach mal, also man müsste jetzt hier unten noch einen Beweis implementieren, das ist jetzt einfach mal so eine Exercise for the Reader oder Platz für einen weiteren Vortrag, weil ich möchte noch was anderes zeigen und das habe ich gerade schon angekündigt, es gibt nämlich noch einen dritten Typ für Listen, das sind heterogene Listen oder heterogene Vektoren. Kurz, wenn man den Funktor machen will, dann muss man diese Funktor-Identity in Composition nachweisen. Sonst kompiliert das Programm. Und unter der Definition schon. In ITRIS selbst ist Funktor nur über die Map-Funktion definiert und es gibt noch eine Contribution-Library, also so eine Library, die immer mit dem Compiler mitkommt, die man eigentlich einbinden möchte. Da gibt es dann noch die, die Interfaces, Verified Funktor, Verified Applicative etc. Okay. pp. Da kann man nun wirklich die Beweise noch mit reinbringen. Und kann man die dann auch, also jetzt von der Anwenderproblematik, kann man dann in dem Programm irgendwie sagen, alle Arten von Funktoren, oder kann man dann sagen, nur Verified Functors? Oder? Ja klar, also das sind halt, wie gesagt, es ist sowas wie Typklassen, das heißt Interface. Ich hatte es hier auf einer der ersten Folien schon gezeigt. Ach so, das habe ich vielleicht nicht. Da muss ich ganz nochmal zurückgehen hier. Da hatte ich das mit dem Namen, gezeigt. Nein, es gibt keine Typklassen. Die heißen einfach nur Interfaces. Es verhält sich wie Typklassen, nur dass wir auch noch so ein bisschen diese Gesetze da drin formulieren können. Hat man eine Oberklasse? Hat man auch Polymorphismus über Typklassen? Also quasi eben Verify Functor ist ein normaler Functor, ist ein blablabla Functor. Dass man die alle durcheinander austauschen kann und es passiert halt nichts. Also du meinst, ob man diese Hierarchien hat, wie zum Beispiel in Haskell habe ich ja die Hierarchie, dass jede Monade ist ein Applikatives und jedes Applikative ist ein Funktor. Das ist sowieso, das brauchst du, aber das existiert halt auch. Dass man quasi, wenn man verschiedene Funktoren hat und die eine Library will dann den Verify-Functor und die andere will dann den Functor. Ja, dann die ganze Zeit was eventuell nicht möglich ist, ne? Weil du aus dem Faktor keinen Verify-Faktor hast. Du musst es halt wieder rappen und das gewappt ist dann wieder ein Verify-Faktor. Ja, nicht nur rappen, sondern du musst auch plötzlich Beweisen nachliefern. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, deswegen, ich halte es für sinnvoll, immer Verified Functor irgendwie zumindest zu implementieren, wenn man Funktoren implementiert. Ja. Und dann kann man ja immer alles irgendwie hochstufen. Das explodiert halt alles. In Haskell hat man die Probleme ja gar nicht, aber da ist auch schon alles so explosiv. Ja, da schreibt man dann Head hin und dann crasht das ganze Programm, weil da plötzlich eine leere Liste war. Das haben wir hier zum Glück nicht. In Haskell wird halt viel so mit sozialen Verträgen gearbeitet, ne? Dass man sagt, da braucht man noch viel mehr. Wenn du die Functor-Instanz, wenn du die Functor-Klasse instanzierst, dann versprech hoch und heilig, dass die Funktion implementiert sein werden. Aber du tust halt hoch und heilig versprechen und gibst den Beweis. Wenn du die richtige Funktor-Instanz nimmst. Die beste Funktor-Klasse, ja. Ich habe halt zum Beispiel System FilePath und FilePath machen das gleiche, du musst aber trotzdem, wenn die eine Library das verwendet, die andere das, dein Programm 500.000 Wrapper schreiben. Es gibt ja in Haskell Monaden, die keine sind. List, glaube ich. List hier ist, genau, aber es gibt auch einen Wiki-Eintrag, List T done right. Ich habe auch mal gehört, dass es scheinbar tatsächlich irgendwelche Typen in Haskell gibt, die Pure und Return anders definieren. Also dass Pure was anderes tut als Return. Das ist ziemlich krass. Also, weil es ist ja möglich in Haskell, das hat ITRIS zum Glück nicht, diesen Fehler, weil es einfach später kam, Applicative kam ja irgendwie dazwischen dann da irgendwann rein. Ja, heterogene Listen gibt es halt noch. Also das sind Listen, in denen kann ich verschiedene, also Werte von verschiedenen Typen drin haben. Es müssen nicht immer die gleichen Typen sein. Also ich kann eine Liste erstellen, die enthält die Zahl 1 und den String Hallo Welt und das Ganze funktioniert trotzdem. Und das kann ich einfach machen, indem ich eben so einen heterogenen Vektor
der kriegt halt einen Vektor über Typen. Und im Nil-Fall habe ich einen Vektor, der keine Typen enthält quasi. Und im Konz-Fall, dann kriege ich hier so einen Wert vom Typ A. Und ich kriege einen heterogenen Vektor mit einer Liste von Typen. Und ich erzeuge halt einen heterogenen Vektor, der das A vorne an dieser Restliste hat. Also insofern bringe ich halt das Konz auch auf der Typebene nochmal mit rein. Und dann habe ich für jeden Wert in diesem Vektor auch noch einen zugehörigen Typ auf Typebene. Das kann ich halt auch noch nutzen. Eine andere Sache, die Ingo auch beim letzten Mal gezeigt hatte, das war Codata, das haben wir in ITRIS auch, ich habe es hier immer so schön Laziness genannt, weil Codata ist eigentlich faule Datenstrukturen, also wir haben wieder Laziness, das ist nicht der Default in ITRIS. ITRIS ist der Default-Liga. Ja, genau. Per Default ist alles strict und hier in dem Fall haben wir nochmal einen Listentyp, den vierten jetzt, aber auch wirklich den letzten, Co-Listen. Co-Listen können dann halt auch potenziell unendlich sein und da nutzen wir dann Codata. Das ist irgendwie so eine Eigenheit von ITRIS, ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen auch existiert, dass man Co vor solchen Datentypen packt, wenn es Codatas sind. Zumindest in dem Fall hier ist ja die Dualität sowieso wieder eine Liste. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch keinen Sec, oder es gibt Sec nur ganz speziell in irgendeiner Klasse. Es gibt genau das Gegenteil davon. Cosec. ja, nicht Cosec, sondern es gibt Delay oder Later oder so heißt das. Das ist dann halt sowas wie, ich hab dann Wert, aber ich hab den erst später. Also genau Laziness eigentlich. Und gibt es auch heterogene Co-Listen? Kann man genauso dann. Ja, aber ich frage deswegen, weil vermutlich können ja eventuell unendlich lang sein. Ja, genau. Und dann hast du dann habe ich auch einen unendlich langen Typ, ja. Ja, geil. Ja, und das führt natürlich dann dazu, ne, also der Compile-Vorgang kann halt sehr lange dauern bei ITRIS. Er muss nicht terminieren, vermutlich. Ja, also sobald der Compiler mal erstmal in ITRIS geschrieben ist, ist es denen ja durchbewiesen, dass der kompiliert, außer man benutzt der Codata. Wir sagen immer mal auch ein Vorbereiten zu Super-Turbo-Maschinen. Das sind Turbo-Maschinen, deren Anzahl Schritte nicht durch die natürlichen Zahlen indiziert wird, sondern durch Ordinalzahlen. Das heißt, eine Super-Turbo-Maschine kann länger als eine lange rechnen und dann auch noch 10 Schritte weiter. Ja. Gibt es dann irgendwie Problemklassen, die ja noch größer sind als NX? Genau, für jede Art von, also zunächst Super-Turbo-Maschinen können das normale Halbproblem lösen, und zwar recht einfach. Für jede Art von Supertourmaschine gibt es wieder eine neue Art von Halteproblem, welche diese Art von Supertourmaschine nicht lösen kann, aber man kann dann hier immer eine nächst höhere Krassheitsstufe von Supertourmaschine erfinden. Und das geht beliebig lange. Das geht beliebig lange. Und zwar echte Klasse lang. Ja. Gibt es das auch für Games, dass dann die Länge der Turing-Maschine durch ein Game beschrieben wird? Kannst du machen, ja. Ja, weil Ordinalzahlen sind nur spezial für Games. Ja. Also Tauben für nicht so viele praktische Sachen. Zum einen gibt es Überlegungen, so physikalische Sachen, du kannst irgendwie komische Raumzeiten haben, die trotzdem die Edge-Feld-Gleichung lösen. Und darin könntest du dann zumindest die einfachsten Arten von Supertourmaschinen lösen. Also wenn halt irgendwie die Zeit so gekrümmt ist, ja, dass du von außen betrachtest nur 10 Sekunden brauchst, aber intern hast du unendlich viele Zeitschritte. Und sie sind super für Gegenbeispiele. Weil man kann aus jeder Art von so Supertourmaschinen kann man einen Topboss bauen. Und diese Topboy haben dann sehr, sehr diffizile Eigenschaften, auch kontraintuitive Eigenschaften, und da freut man sich, wenn man dagegen tut. Co-intuitiv. Ja, aber es macht nichts, dass das wenig praxisrelevant ist, das ITRIS auch nicht. Also von daher. Ja, es gibt noch Effects, die sind mega cool. Wir haben ja in Haskell machen wir alles in I.O. und das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Und hier ist es so, wir können innerhalb von I.O. beliebige Effects aufrufen. Und Effects beschreiben dann quasi in so einer Liste, was für Effekte diese Funktion hat.
In diesem Fall hat unsere Funktion jetzt den Effekt, dass Standard-IO irgendwie macht. Und in der Implementierung sehen wir, wir machen Put-String-Line, also wir schreiben was auf Standard-Out. Und dafür brauchen wir Standard-IO. Ja? Die nächste Folie hat mir die Frage beantwortet. ob man da auch mehrere dran schreiben kann. Standard-IO eine Interface? Nein, Standard-IO ist so ein Typ, der irgendwie so ein Effekttyp halt. Also ein Typ, der wahrscheinlich Putzrolle enthält oder so. Ja. Gibt es da auch einen Effekt für Berkeley-Sockets und Netzwerkkram? Du kannst ja da kriegst deine Also es gibt tatsächlich dieses ITRISnet 2. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch aktuell ist oder so. Netzwerk unter ITRIS ist ganz viel Schmerz. Ich habe eine HTTP-Library geschrieben, ich weiß das. Aber es gibt da dieses ITRISnet 2, das macht. In dem Fall hier haben wir noch random dazu genommen. Zu dieser Effektliste. Das heißt, wir haben jetzt zwei Effekte, Standard-IO und Random. Und hier geben wir einfach nur eine Zufallszahl aus. Wir generieren uns hier eine Zufallszahl zwischen 0 und 100 und geben die dann wieder aus. Gibt es einen Grund, warum man die Namen so kurz macht? RND? Als ob wir zu DOS-Zeiten sind und aufpassen müssen. Das war Space-Sigmax. Du musst noch die Zahlen vorne hinschreiben. 1-0-0-0-2. Ja, tatsächlich muss man sowas wie Module sowas wie Beginn schreiben, nämlich Module. Nee, Data-Sections haben wir zum Glück nicht. Das wäre sehr viel Schmerz. Tatsächlich ist ITRIS so ein bisschen, es fühlt sich wieder an wie Programmieren aus den 90ern. Hätte ich jetzt Main über Effekt geschrieben, hätte das nicht mehr kompiliert. das liegt daran, dass der Compiler muss halt irgendwie die Funktion vorher kennen, um Beweise wirklich. Also sie begründen es irgendwie so, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Ich zum Glück nicht. Moment, also du hast die Fundierungsordnung, du musst bis der Reihe nach. Ja. Du kannst nicht einfach gegenseitig rekursiv alles gegen alles. Du musst davor die. Außer man nutzt das Mutual Keyword, das gibt es nämlich auch noch. Ich kann das Mutual Keyword benutzen, um dann Funktionen, die irgendwie aufeinander rekursiv arbeiten, zu definieren. Genau diese Funktionen, die kannst du nicht mischen mit anderen genau. Sachen. Also das klingt für mich vernünftig, weil da halt mehr Mathematik dahinter ist, während man in Scala, Java, Haskell dann einfach hofft, dass es funktioniert. Dass die Rekursion sich irgendwann selbst löst. Ach so, dass man quasi immer nur auf bereits bewiesen oder definierten Dingen aufbauen kann. Das ist halt in diesen ganzen logikbasierten Systemen so üblich. Das ist bei uns auch sehr streng. Also da, du musst es ja mathematisch begründen, was du machst. Ja, von daher, deshalb macht halt ITRIS das so, das hatte ich ja gerade schon gesagt, wegen den Beweisen, damit man halt schön aufeinander alles aufbaut. Und die Effekte, ich hatte gerade hier immer schön gezeigt, es gibt hier diese... ich mache nochmal ein Beispiel. Ich mache erstmal noch ein anderes Beispiel, das ist erstmal eine schönere Notation. Ich habe in der Do-Notation dieses schöne Syntax circa, ich kann Ausrufezeichen benutzen, um quasi so ein Bind zu implizieren. Also das hier ist erstmal das Gleiche. Da finde ich den Pfeil intuitiver eigentlich. Nee, da muss ich auf zwei Zeilen. Ja, aber also in dem Fall, wenn ich jetzt irgendwie sowas habe wie F, X, Y, Z, A, B, C und das Z davon ist zufällig irgendwie, das muss ich vorher über Bind definieren, dann kann ich das hier relativ schön machen. Wenn du selber quasi das Do-Block auseinanderzuckst. Ja, ist valide, wenn du 10 Argumente hast und das vierte von dir ist. Ja. Muss man nach Wert anrufen. Ja. Ist nicht ganz. Aber das kannst du mit Applicatives eigentlich schon schreiben. Immer natürlich, aber. Ja, hier gibt es halt nochmal extra Syntaxzucker. Ich benutze ihn jetzt gleich in dem Beispiel, deswegen wollte ich es mal kurz erwähnen. jetzt kommen wir zu dem schönen Beispiel Effects mit Files. Ich habe hier jetzt einfach mal so ein eigenes Cat implementiert, und zwar soll es die Datei miau.txt lesen und dann über Standard-Out ausgeben. miau.txt einfach, weil die Funktion heißt Cat. Also es ist ja offensichtlich.
Und es gab mal ein SUSE, da haben sie alles auf Deutsch übersetzt und auch das Call You to the Cat wirklich mit Katze. Ja, also was wir halt zuerst machen müssen, wir öffnen natürlich einen File-Handle und da wir hier schön so einen Effekt haben, müssen wir nicht mit File-Handles irgendwie rum hin und her schubsen, sondern wir geben hier, also Open gibt tatsächlich nur zurück, ob das erfolgreich war oder nicht, als Boolean. Und ich öffne hier diese Datei als Read-Only. Und wenn das erfolgreich war, dann gebe ich hier die Contents aus über das Read-File. Fehlt da das Argument? Nein, Read-File hat kein Argument. Nee, weil du bist in der, das ist wie wenn du Monads, ja. Monads-File zum Beispiel hast. Ja. Das ist eine Typklasse, die hat eine Funktion, Read-File. Aha. Ja, und ja, beziehungsweise also hier. In dem Kontext bist, wo du diese Voraussetzung mit Monad-File quasi hast, kannst du Read-File machen, kriegst eine Datei zurück. Das ist gut. Man kann sich das so ein bisschen wie so ein State vorstellen, indem ich halt irgendwie über das Open einen File-Handle in den State reinschreibe. Und hier in dem Read-File wird halt dieser State benutzt, um die Datei dann am Ende auszulesen. Und dann muss ich natürlich auch dieses File-Handle wieder schließen über Klaus. Wenn man mehrere Dateien gleichzeitig offen haben möchte? Genau, es gibt Tags für diese Effekte. Das stelle ich leider heute nicht mehr vor. Aber ich kann hier hingehen und sagen, zum Beispiel jetzt dieses File tagge ich jetzt als Datei 1. Und das andere File, ich könnte dann noch ein zweites File in die Liste schreiben, das tagge ich dann als Datei 2, ja? Das ist doch da oben schon, mit dem Unit-Type, sorry. Nee, ist nicht. Achso, noch nicht. Muss ja. Cat vom Typen Effekt irgendwas sein oder kann es auch einfach IO-Unit sein? Ja, ich kann halt normal IO benutzen, da funktioniert das halt alles dann anders, weil ich halt sowas hier nicht mehr machen kann. Die Effekte sind an sich schön, weil man genau sieht, was die Funktion jetzt für Seiteneffekte hat. Und was auch besonders schön ist an diesen Effekten, also ich finde es besonders schön, es gibt Leute, die finden das nicht so schön. In Haskell haben wir irgendwie Monad-Transformers und wir klatschen die alle übereinander und dann haben wir so einen riesen Stack und irgendwo in der Mitte wollen wir was benutzen und dann ist es immer relativ kompliziert. Hier haben wir alles parallel auf einer Ebene in so einer Liste und können das dann halt alles gleichzeitig benutzen. Kann ich noch fragen, was der Unit-Type bei File großgeschrieben ja, hat? Genau deswegen habe ich dieses File-Beispiel benutzt, um das einfach nochmal zu zeigen, dass hier diese Effekte auch Parameter bekommen. Ich zeige das zwei Slides später. Warum darf man das SUG in das if tun? Das ist ja kein Boolean wahrscheinlich. Das ist ein Boolean. Open ist tatsächlich nur eine Funktion, also es ist ein Effekt, wieder so ein File-Effekt. Und es gibt einen Boolean zurück. Und diesen Boolean kann ich halt einfach überprüfen. Und was es halt nebenbei vermutlich tut, ist halt so ein File-Handle in den State zu schreiben und den kann ich dann über Read-File auslesen. Deswegen kriegt Read-File auch keinen Parameter. Das ist so wie so ein bisschen wie ein Perl, der Standard-Variante. Ja, genau. Ja, ist ja eine gute Idee. Ja. Ja. Zumindest manche in diesem Raum sind sich einig, dass Perl keine schlechte Sprache ist. Ja. Ja, mindestens drei. Mindestens drei, ja. Hat sich schon gelohnt zu kommen. Ja, jetzt habe ich hier mal einfach dieses Read-File einmal kurz ausgelagert, um eben genau diese Frage zu beantworten, warum ist da dieses Unit? In dem Fall hier an dieser Ebene habe ich eine offene Datei. Mhm. Und ich will, dass, wenn ich die Datei nicht schließe, dass ich einen Typfehler bekomme. Mhm. Dass ich den File-Handle muss ich schließen, das soll einen Typfehler geben. Deswegen steht hier, dass ich eine Datei geöffnet habe zum Lesen. Und natürlich darf ich auch nicht auf Dateien schreiben, die irgendwie nur zum Lesen geöffnet sind. Das wird halt dadurch sichergestellt, dass ich das hier oben eben als Parameter angebe. Deswegen habe ich hier einfach mal das Read-File rausgezogen, um hier mal den Typ hinzuschreiben. Aber wir erweitern das jetzt nochmal ein bisschen. Ich packe da jetzt auch noch Standard.io mit hin, um das mal auszugeben. Das heißt, ich habe hier unten nur noch Handle OpenFile und keine Ausgabe mehr. Lese dann hier die Datei und gebe sie aus. Und jetzt möchte ich das Close aber gern auch noch da oben hin haben. Das Problem ist, das Ergebnis von diesem Close, das hat ja schon wieder einen anderen Typen. Da habe ich ja hier keine offene Datei mehr. In dem Fall, aber in der Situation, in der Anfangssituation, in der ich mich befinde, habe ich natürlich eine offene Datei. Das heißt, ich muss irgendwie
definieren, dass sich meine Effekte ändern in dieser Zeit. Und das mache ich, indem ich eine zweite Liste hinten dran klatsche und das ist dann die neue Liste. Ich habe also Standard.io und dann habe ich eine geschlossene Datei am Ende. Aha, aber also wie viele Parameter nimmt jetzt F? Ja, F ist tatsächlich Syntaxzucker. Das ist der Trick an der ganzen Sache. F ist nur Syntaxzucker und nimmt daher mehrere, also schon, ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Deswegen klatsche ich hier einfach hinten die Liste dran. Was kann denn F von Syntax? Makro. Es gibt keine Makros, Makros sind böse. Es gibt ein Syntax-Keyword in Idris. Ja. Mit dem kann ich eigene Syntax definieren für Dinge. Ja, und was ich vielleicht noch so ein bisschen vergessen habe zu erzählen, hier natürlich hier der zweite Parameter von dem F, das ist mein Ausgabeparameter, der Ausgabewert. Hier in dem Fall, wo ich Readfile habe, dann gebe ich natürlich einen String zurück. Und hier eben in meinen späteren Möglichkeiten gebe ich Unit zurück, weil mich da die Ausgabe nicht mehr interessiert. Wenn die Ausgabe links steht. Was jetzt ja noch nett wäre, wäre ja noch Argometer-Parsing, so ein Arg-Parser. Gibt's sowas? Ja, es gibt noch mehr Effekte, nämlich gibt es unter anderem System und System erlaubt mir halt irgendwie Argumente zu parsen. Es gibt noch Exception, das ist natürlich auch wunderschön. Also halt alles, was ich mit Monad-Transformers tun kann, kann ich halt auch mit Effects tun, deswegen gibt es auch State. Es gibt Select für nicht deterministisches Rechnen, es gibt Perf für Performance-Analyse. Da habe ich nicht reingeguckt, ich weiß nicht genau, was es tut, es existiert aber und es gibt auch Raw Memory. Ja. Auch da habe ich nicht so reingeguckt, also Idris ist auch dafür angedacht, deswegen General Purpose, man soll High-Level-Code schreiben können und auch Low-Level-Code, man soll Strict machen können und auch Lazy, man soll beweisen können oder es lassen können. General Purpose. Wenn es Raw Memory gibt, glaubst du, es wäre eine gute Idee, ein Betriebssystem in Idris zu schreiben? Also, es ist bestimmt genauso eine gute Idee, wie ein Betriebssystem in JavaScript zu schreiben. Also, oder in Haskell oder in Rust. Oder es gibt aus allen verschiedenen Sprachen Betriebssysteme, aber ja. Man kann es machen und es wird früher oder später passieren. Weil das passiert mit jeder Programmiersprache. Ja, in Haskell gibt es auch ein Betriebssystem. SEL4 war ja, glaube ich, erst in Haskell und wurde dann zum C übersetzt. Wie funktioniert das mit der Laufzeitumgebung von Haskell? Ja, ja, es geht immer nicht raus. Ich glaube, bei SEL4 war es dann einfach nur, dass sie dann am Ende das wieder in C übersetzt haben. Die haben das so nachmodelliert. Also das, der C-Code lag ja vor und dann haben die was nachgebaut in Haskell und dann haben sie das immer so abgeglichen. System muss stoppen, System muss garbage collect. System müde, ja, auch noch eine Sache. Idris hat auch einen Garbage Collector. Es gab da mal experimentell irgendwie Linear Typing auch für. Könnte man sich auch mal angucken. Ich weiß auch nicht, ob das noch aktuell ist. Die Sprache hat sich sehr schnell entwickelt in letzter Zeit. Insbesondere der Macher der Sprache schreibt zurzeit ein Buch darüber und macht da mal so ein paar Änderungen, damit das Buch auch schön sauber wird. Im Gegensatz zum Compiler natürlich, der ziemlich häufig mal crasht. Oder also, beziehungsweise er tut komische Dinge manchmal. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Vielen Dank. Hast du mal in irgendeinem Sinn was Praktisches in Idris implementiert? Also ich habe halt eine HTTP, also ich wollte einen IRC-Client schreiben, der auch Twitter machen kann. Ja. Dann habe ich mir so gedacht, okay, für Twitter brauche ich ja irgendwie OAuth und so und dafür brauche ich HTTP. Mist, es gibt noch keine HTTP-Library. Also habe ich angefangen, eine HTTP-Library zu implementieren. die Sache ist die, ich habe halt, es gibt in HTTP dieses Chunked Encoding. Ja. Da ist im Body dann eine Länge definiert in Bytes, dann kommt eben ein Body und dann kommt wieder so eine Länge in Bytes. Und das Problem ist, Idris hat noch keine Byte-Strings, das heißt, ich hätte noch eine Byte-String-Library implementieren müssen, um das zu machen. Und ja, so richtig viel ist in Idris tatsächlich leider noch nicht machbar. Okay. Irgendwann muss es mal machen, oder? Ja, es gibt jetzt eine halb funktionierende HTTP-Library und wenn jemand... Das ist auf GitHub, oder?
Ja, die ist auf GitHub. Und wenn jemand irgendwie Lust hat, mal so eine Byte-String-Library zu schreiben, dann kann ich die auch gerne benutzen. Dann hat es auch endlich mal Chunk-Encoding. Ja. Gibt es ja kommentierte Anwendungen, Pillar-Applications? Nein, also Idris wird halt tatsächlich noch gar nicht so wirklich viel Praktisches benutzt. Es gibt ein paar Libraries, die ganz nett sind. Es gibt eine Parser Combinator Library, die gut funktioniert. Das ist Lightyear. Kaskel gibt es fünf. Ja, mindestens. Was Tim geschrieben hat. Ja, genau. Tim hat auch ein sehr schöne Library geschrieben für Idris, mit dem man Units of Measurement, also physikalische Einheiten definieren. Kann ich mir das gleich vorstellen? gibt es irgendeine Möglichkeit, dann Idris und Haskell zu kombinieren, also Haskell-Code aus Idris aufzurufen oder umgekehrt? Oder so wie man Haskell ja mit C zusammenarbeiten kann? Vielleicht, es kompiliert ja immerhin beides, glaube ich, nach LLVM oder man kann beides nach LLVM kompilieren lassen, dann geht das bestimmt irgendwie. Aber Idris hat noch eine nette Sache. Idris hat eine sehr schöne interne Darstellung für den Code und zwar immer auf verschiedenen Abstraktionsebenen quasi. Also sie nennen es Intermediate Representations. Da gibt es mehrere in Idris. Und die eine ist halt sehr High-Level mit Dependent-Types, so wie der Idris-Code im Endeffekt dasteht. Und dann gibt es halt welche, da sind die Dependent-Types aufgelöst. Dann gibt es welche, da ist Rekursionen aufgelöst. Also Take-All-Optimization wird halt einmal gemacht. Und deswegen kann man sehr leicht Idris auf andere Sprachen kompilieren lassen. Also es gibt zum Beispiel diesen PHP, das PHP-Backend, damit man endlich auch funktionierenden PHP-Code schreiben kann. Der besteht tatsächlich nur aus 200 Zeilen Haskell-Code, also mal eben so in eine andere Sprache kompilieren ist gar nicht so schwer unter Idris. Deswegen gibt es alle möglichen Backends. Es gibt ein Python-Backend, es gibt ein Java-Backend, es gibt sogar ein Bash-Backend. Also wenn man mal ordentliche Shell-Skripte schreiben will, dann kann man Idris dafür nutzen. Gibt es dann den Typ der Haskell-Typen? Es gibt das Universe-Pattern in Idris, dazu wäre auch nochmal ein Vortrag bestimmt ganz nett. Also es gibt noch ganz viel, wo man Vorträge zu machen könnte über Idris, da gibt es noch ganz viele interessante Konzepte. So viel Praxisnähe kann man aber auch noch nicht damit machen, weil halt noch ziemlich viel fehlt und es noch ein paar Bugs im Compiler gibt. Am Ende brauchen wir dann doch Haskell oder so, um ordentliche Dinge praktisch zu machen. Es wäre ja wünschenswert, wenn man in Idris irgendwie Haskell-Module verwenden könnte. Gibt es da Bestrebungen oder ist das realistisch, das jemals zu schaffen? Ich wüsste halt nicht, dass es da irgendwelche Pläne dazu gibt. Ah, okay. Also vor allem, weil das auch nach LLVM halt kompiliert oder nach C zumindest. Es gibt einen C-FFI und wenn du ein anderes Backend benutzt, kannst du dazu auch ein FFI haben. Also wenn du das JavaScript-Backend nutzt, dann kannst du JavaScript-FFI machen. Das kommt übrigens per Default mit, also JavaScript-Code kann man schon mal ordentlich schreiben damit. Also da gibt es halt viele Backends, viel FFI. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Haskell-Backend. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar schon existiert. Weiter im Fall. Dann nochmal ein großes Danke.